Der Computer ist heute aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Der Vorteil liegt ja offen auf der Hand. Der Nachteil ist, es ist einfach ein zu viel an Informationen. Ein solches überfüttert werden, dass es sehr schwer ist, für jemanden sich das aus dem Computer rauszuholen, was er wirklich braucht. Natürlich dann noch die Gefahr der Computerspiele, die vor allem junge Menschen oft davon abbringen, ernstlich zu studieren. Ich denke jetzt weniger an das Musikstudium als an das Studium überhaupt. Und auch das Angewiesensein auf den Computer, ich sehe also hier die negative Seite, es kann doch kaum halt in einen Supermarkt gehen, wo eine der Verkäuferinnen imstande ist, drei Ziffern im Kopf zusammenzurechnen. Das haben wir doch dauernd gemacht in unserer Jugend. Aber die muss natürlich auf ihre Knöpfe drücken. Das heißt, sie braucht gar nicht auf die Knöpfe drücken. Das macht ja schon der Computer automatisch. Sie schleift nur die Ware durch. Aber wenn eben die Ware nicht den Computerdruck hat, dann gibt es oft Verzögerungen. Da muss ich lachen. Also der Computer kann ein bisschen zur Unselbstständigkeit führen und zu einer totalen Abhängigkeit. Wie man sieht, wenn der Computer zusammenbricht, dann gibt es oft auch einen Nervenzusammenbruch.